Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir haben uns jetzt ein bisschen mit Blut geschmiert, sagen wir mal so. Weil endlich seit Ewigkeiten wieder die Mutanten da waren. Die waren endlich zurück. Genau, die Kassette nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, doch, die müssten wir eigentlich schon ein paar Mal haben. Tschüss. Ich habe für euch keine Zeit. Ich habe mich gerade erst gewaschen. Okay, nehmen wir mit. So, wo ist denn eigentlich die grüne Flagge hin? Da hinten. Hier kein Sticky mehr. Irgendwo. Sticky fehlt mir jetzt aber. Aber endlich hatten wir wieder Mutanten gehabt. Ich weiß nicht, woran das lag, dass wir einfach keine Mutanten mehr gesehen hatten seit Quadrillionen Jahren. Aber ich würde sagen, wir wechseln mal wieder hier zusammen. Sticky. Sticky 20 wieder voll. Entschuldigung. Nur so als Info, den Husten werde ich irgendwie seit letzter Zeit echt nicht los. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich hoffe nur, dass ich kein Corona habe. Müsste ich mal einen kleinen Schnelltest oder sowas mal machen. Weil der Husten, der belastet mich schon irgendwie ein Weilchen. Denn wir haben jetzt schon eigentlich einen Moment, den 20. Januar, wo ich das hier aufnehme. Und ich war zum Neujahr erkältet, krank. Und den Husten bin ich aber nicht losgeworden. Husten ist geblieben. So. Das heißt, wir gehen da jetzt nochmal rein, schmeißen die Stickies drauf. Dann geht's auf zur nächsten, zu den nächsten Höhlen da. Wir wollen die alle einmal noch mal abklappern. Da hinten sind die ja alle schon rot. Und sobald wir dann alle abgeklappert haben, können wir uns auch mal in die letzte Höhle wagen. Also die gelb markiert ist, da hinten. Um in den Kessel da zu kommen, oder wie der jetzt heißt. Wir haben hier ja nochmal zwei gefunden gehabt, von denen. Das heißt, jetzt fehlen uns nur noch sechs. Sechs Passagiere. Keine Ahnung, wo wir die finden. Aber gut, dass wir da nochmal in die eine Höhle zurückgingen. Ah, warte mal. Machen wir hier und hier. Ah, trinken müssen wir auch mal gleich. Machen wir. Wort, einen Moment. Erstmal den hier. Vervollständigen. Und hier die letzten vier. Deine können wir hier auch schon mal draufballern. So, dann eben noch mal was trinken. Vielleicht sind die Dinger jetzt schon nachgewachsen. Federn müssen wir auch noch sammeln. 30 Stück. Noch nicht ganz. Heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber für uns heißt das jetzt nächste Höhle.
Wer weiß, vielleicht sind auch die letzten sieben, die letzten sechs Passagiere, die uns fehlen, in der letzten Höhle da, hinter dieser Tür. Weiß ich ja jetzt aktuell noch nicht. Aber ich will zumindest einmal alle nochmal abgeklappert haben, um zu schauen, dass wir da nicht vielleicht doch noch was vergessen haben oder einen Passagier noch finden. So, die Steine können wir auch schon wieder einsammeln, voll machen. Da ist wieder der Trupp, natürlich. Ein ganz schön großer Trupp. Achso, Stickies. Das muss ich ja auch nur sammeln. Nee. Komm, dann nehmen wir den hier noch. Eigentlich auch den hier vorne gleich nehmen. Genau den. Markieren wir den hier auch schon mal rot. Brauchen wir hier nicht noch mal hinzulaufen. Ist wieder jetzt mal rot? Lass die Farbe da auch direkt. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken wegen dem. Aha, hab's hier nicht hin. So, die Höhle haben wir auch schon mal, aber die müssen wir jetzt auch noch einmal durchsuchen. Mal ein paar Snickers, nice. Wir könnten hier eigentlich auch rein theoretisch pennen. Ich würde sagen, wir. Ne, wir tun das nicht. Aber wenn wir jetzt hier pennen, sind wir wieder hungrig. Zu Hause können wir auf jeden Fall pennen, so viel wir wollen, aber solange wir hier unterwegs sind. Würde ich lieber nicht pennen gehen, sage ich jetzt mal so. Stimmt, das war ja die Wasserfallhöhle. Ja, gleich erfrieren wir wieder, natürlich. Oder doch nicht? Wir haben jetzt schon wieder Hunger. Hier hängen noch ein paar Passagiere. Kann es sein, dass hier vielleicht einer ist, der uns fehlt. I love travel.
Nein, nicht runterfallen. Ist auch keiner bei. So, nochmal schauen, wo müssen wir hin? Ja, wir gehen erstmal hier entlang. Genau. Okay, hier ist nichts drin. Toll. Dynamit haben wir voll. So, Batterien, wie viel haben wir jetzt wieder? 8 Batterien. Boah, jetzt wird das laut. Jetzt wird das laut. So, jetzt sind wir hier, genau. Hier gab es ja noch einen Weg. Na, und der führte runter. Ja, und hier sind wieder die ganzen Toten. Kann sein, dass wir hier auch noch irgendwas übersehen haben. Ja, hier. Die Karte. Aber das ist jetzt nicht die Karte, die uns fehlt. Das ist nämlich die, die wir schon längst im Inventar haben. Die aber nichts im Boot einem bringt. Das heißt, irgendwo muss ja noch eine andere Tür sein. Ich vermute, die ist irgendwo im Kessel oder im Arschloch der Welt, sage ich jetzt mal. Jetzt hier wieder zurückgehen. Müssen wir uns hier irgendwo da halten, genau. Ne, warte ich. Und hier kam er gerade. Gehen wir nochmal hoch. Und hier kam er gerade. Müssen wir uns hier irgendwo hinhalten. Genau, da. Dann kommen wir am nächsten Ausgang. Dann schauen wir noch mal gleich, ob hier noch mal andere Wege auch noch gab es in der Höhle. So, wenn wir da unten gehen, genau, da mussten wir einmal auch irgendwo tauchen. Hier ist ja irgendwo ein Ausgang. Ah, halt die Schnauze. Da ist Fledermaus. Genau, hier ging es auch noch mal runter. Ja, da gehen wir einmal runter.
Der fehlt nicht der Liste. Ja, dann necken wir uns mal ein. Hier gab es aber sonst nichts, ne? Nur ein Rettungsring. Oh, wie schnell die Ausdauer aber wieder am Arsch ist. Oder renne ich einfach zu viel? Ich glaube, ich renne zu viel. Ja, noch ein Zelt. Hier wieder ein Ausgang. Ah, dann kommen wir hier an. Okay. Hier machen wir auch schon mal rot. Dann gehen wir mal zum nächsten. Obwohl, wir können auch einmal kurz. Nee, das ist nicht das Dorf. So ein Kanickel oder sowas war das. Und dann haben wir den zumindest auch mal abgeschlossen. Also wirklich beendet, kontrolliert, durchsucht. Vorne ist aber noch ein Eingang, den wir noch nicht jetzt beendet haben. Oder ist das hier vorne? Ich glaube, das ist hier vorne. Ja, hier vorne. Welche fehlt uns noch? Ich wollte eben auf rot machen. Ah. So. Und jetzt haben wir es auf rot. Jetzt können wir wieder runter. Ja, komm. So. Welche hieß denn das jetzt? Ah, immer noch dieselbe. Glaube ich. Jo, hier geht's aber auch ganz schön tief runter. Ah, stimmt, das ist die hier. Hier geht's nochmal. Eigentlich müssten wir durch diese Höhle hier. Oh, nochmal ein paar Snacks. Eigentlich müssten wir durch diese Höhle auf der Höhe vom Kessel sein. Das ist ein Handy? Das erleuchtet? Der hat aber auch dauerhaft ab. Da. Wieder die Axt. Warte mal. Wir gehen erstmal da lang. Hier
Hier wieder die leckeren Menschenhälften. Hallo. Steck hier fest. Und mir sofort war ich hier noch gar nicht. War ich hier schon mal? Doch, hier war ich schon mal. Auf der anderen Seite waren wir vorhin. Genau. Dann bleiben wir mal auf der Seite. So, hier haben wir nochmal zum Looten. Oder nicht? Da waren wir bei denen schon. Dann gehen wir hier einmal wieder zurück. Jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst hier hinter? Ja, okay. Hinter gab es nichts, genau. Dann müssen wir hier mal runter. Und da mal weiter schauen. Ah, stimmt. Hier haben wir das Ding hier in die Luft gejagt. Dann wo kamen wir hin? Das hat sich gerade ganz komisch angehört. Aber hier dürfte keiner mehr sein. Hier hatten wir ja gegen Thrombosen-Jonas mal gekämpft gehabt. Und das ist ein Boot. Da geht's wieder raus. Da haben wir voll. Das haben wir voll. Das haben wir voll. Noch eine Kassette. Seile haben wir voll. Haben wir alles voll. Hier gibt's ja auch gar nichts mehr. So, dann gehen wir hier mal raus. Zählt der als Passagier? Ach stimmt, hier sind wir ja noch nicht draußen. Und da oben ist auch noch irgendwie ein Weg, genau. Hier könnten wir rein theoretisch gleich pennen. Sollte es draußen noch dunkel sein. Wasserseil. Na, ich glaube, wir snacken erstmal was.
Ja, Durst haben wir jetzt auch noch. Na toll. Aber da vorne ist ja schon irgendwie der Rest der Höhle, wo, was ein bisschen weiter oben ist. Gut, dass es aber hier so ist, dass wenn die Ausdauer nicht leer ist, also sobald die Ausdauer leer ist, aber nicht runterfällt. Das finde ich gut. Ausdauer ist beim Seilklettern richtig schnell verbraucht. So, da können wir jetzt eben noch mal hier was trinken. Ja, sieht aus, als wäre es nachts. Ist schon wieder Nacht. Machen wir den hier auch rot und gehen nach Hause. In dem Dorf waren wir schon oft genug. Das heißt, hier gibt es eigentlich keine Ureinwohner mehr. Da hinten waren wir auch schon oft genug. Da gibt es auch keine. Nicht Ureinwohner, hier Passagiere, meine ich. Ah, ist noch relativ frühe Nacht. Vielleicht können wir gleich noch pennen. Oder wer weiß, vielleicht wachsen die Bäume auch, wenn man in Höhlen ist, nach. Weiß ich auch nicht. Ah. Toll. Ja, schauen wir mal gleich, ob die Bäume nachgewachsen sind. Den Mond können wir jetzt nicht mehr sehen. Toll. Weiß ich jetzt also nicht, wie spät es ist. In dem Spiel zumindest. Na, sieht nicht so aus, als wären die nachgewachsen. Egal, dann gehen wir jetzt mal pennen. Und wachsen zumindest ein bisschen was nach. Und die Stickies können wir auch noch wieder reinklatschen. Da oben ein Stück Dach oder? Ist einfach nicht gespawnt. Ich glaube, da oben fehlt ein Stück Dach. Das wäre jetzt nicht so knorke, wenn er den nicht geladen hat. Müssen wir eben ganz kurz kontrollieren. Ach doch, der ist noch da. Okay. So, dann können wir Waffe wegstecken und Tickies noch reinballern. So. Dann fehlen hier gleich nur noch zwei. Dann ist der Raum, was Tickies angeht, fertig. Dann ist nur noch dieser Raum da. Hier. Oh, das wäre noch ganz viele Stickies. Der hier braucht 8, 8, 10, 10, nochmal 10. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 37. Ach du Scheiße. Ja. Was tue ich mir da an?
Aber wir gehen jetzt mal pennen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.